Was man hingegen unbedingt nachmachen sollte und wo wir noch eine Menge lernen können, das ist das Thema faire Bezahlung und New Pay. Vor 2 Tagen war Equal Pay Day hier in Deutschland und der Aktionstag, der markiert symbolisch den geschlechterspezifischen Entgeltunterschied zwischen Männern und Frauen, der aktuell in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 19% beträgt. Heißt, ganz vereinfacht gesagt, diese 19% umgerechneten Tage haben Frauen bis vorgestern umsonst gearbeitet. Also da ist noch Luft nach oben, aber faire Bezahlung von Frauen und Männern, das ist nur ein Aspekt von New Pay. Das Konzept geht noch viel, viel weiter und erstreckt sich auch zum Beispiel auf Wohnort und Lebenssituation. Wie New Pay aussehen kann, welche Herausforderungen und Chancen das Thema bietet und was eine faire Bezahlung eigentlich ist, das bespreche ich jetzt mit meinen Gästen und freue mich sehr, dass Sie da sind. Mitdiskutieren Stefanie Hornung, Journalistin, Autorin des Buchs New Pay und New Pay-Initiatorin. Schön, dass sie da ist. Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Auch mitdiskutiert FDP-Politiker Matthias Nölke, von Hause aus Jurist und Mitglied des Deutschen Bundestages und dort auch Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Herzlich willkommen, Herr Nölke. Ja, auch hallo von mir. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie dabei sind. Und die Runde wird komplementiert von Jan Saathoff, Scrum Master und Agile Coach bei Seibert Media und dort auch im Gehaltsrat, wo das Thema New Pay schon umgesetzt wird. Bin sehr gespannt auf die Praxiserfahrung. Herzlich willkommen, Herr Saathoff. Hallo auch von mir und sehr schön, dass ich dabei sein kann. So, dann lassen Sie uns direkt starten. Ich würde gerne, ich glaube, das Thema New Pay ist wahrscheinlich noch nicht überall angekommen. Im letzten Jahr wurde es ja gerade auch durch Silicon Valley, das ist durchgesickert, da ist ganz viel passiert. Aber ich würde gerne ein bisschen eine Standortbestimmung zum Start machen, auch ein bisschen eine Begriffserklärung. Frau Hornung, Sie haben ein Buch darüber geschrieben, Sie können das mit Sicherheit aus dem FF. Was bedeutet New Pay denn mal so ganz allgemein? Was versteht man darunter? Ja, ich habe ein Buch darüber geschrieben mit 2 Kollegen zusammen. Trotzdem ist es immer nicht so ganz einfach, den Begriff zu erklären oder herunterzubrechen, denn da steckt wahnsinnig viel drin. Deshalb muss ich doch vielleicht kurz ausholen. Also wir, wenn ich von wir spreche, meine ich meine Buchkollegen und mich. Wir haben vor 4 Jahren angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und wir kommen alle so ein bisschen aus dieser Work-Szene oder haben uns mit dem Thema Augenhöhe in Organisationen beschäftigt. Ja, da reden wir ja auch oft von agilem Arbeiten oder New Ways of Working. Und damals schon hatten wir gesehen, in manchen Organisationen, da war schon einiges passiert, auch ja, im Zuge von mit Scrum arbeiten oder vielleicht Hierarchien abbauen, Selbstorganisation. Aber wenn es zum Thema Vergütung kam, dann ist da nicht so viel passiert. Und da passt ja irgendwas nicht zusammen. Also wenn man sagt, wir sind uns eigentlich einig, es kommt vor allem auf Teamwork an. Wir müssen die Verantwortung der Beschäftigten stärken. Und bei Vergütung, ja, da lassen wir den Deckel drauf, ist alles nicht transparent. Und eigentlich wird häufig irgendwie nach Nasenfaktor bezahlt und die Führungskraft bestimmt, ja, wer wie viel bekommt, dann ist da quasi so ein Gap zwischen dem, was wir in der Arbeitswelt erleben und ja, was Vergütung bisher erreicht hat oder was sich da zeigt in Organisationen. Und also der Begriff kommt von New Work natürlich und witzigerweise haben wir den damals, wir hatten da eine Blogparade gemacht, wir wollten einfach mal wissen, was machen denn die Organisationen schon, wenn es um das Thema geht und dann hatten wir halt überlegt, ja, was ist denn vielleicht ein guter Hashtag und dann dachten wir, ja, New Work, New Pay passt doch super und dann wurde dieser Begriff auch sehr schnell aufgenommen, auch in der Beraterszene und hat sich dann auch wahnsinnig schnell so etabliert als klar machen wir irgendwas mit New Pay. Und wir definieren das dann eben so, dass wir sagen, wir haben 7 Dimensionen gefunden, also in unserer Analyse von Organisationen. Das ist eben das Thema Transparenz, Selbstverantwortung, Partizipation, Flexibilität, wir denken, Permanent Beta, also eine ständige Veränderung auch der Vergütungssysteme und ganz zentral Fairness, da wollen wir heute ja auch noch drüber sprechen. Und wir sehen, dass in diesen Dimensionen es ganz unterschiedliche Ausprägungen in den Unternehmen gibt. Und jetzt haben Sie mich nach einer Definition gefragt und vielleicht komme ich dann jetzt mal zum Punkt.
ja, es ist ein Prozess für uns hin zu einer Unternehmenskultur oder zu einem Vergütungssystem, das zur Unternehmenskultur passt, das aber auch Tabus aufbricht, vielleicht einer alten Arbeitswelt, die noch sehr vom Industriezeitalter und von seiner Denke herkommt und ja, die bisherige Annahmen über die Motivation und auch Leistung von Beschäftigten hinterfragt. Das ist doch mal eine sehr auf den Punkt gebrachte Definition und auch spannend, diese 7 Aspekte hier nochmal aufzugreifen. Sie haben gerade gesagt, das ist ständig Beta, also man entwickelt sich an der Stelle ständig weiter. Wo steht denn Seibert Media in diesem Prozess und wie sieht New Pay bei Seibert Media aus, Herr Sartoff? Genau, wir sind ein voll agilisiertes Unternehmen, würde ich sagen. Das heißt, wir arbeiten nicht nur schon lange in der Produktentwicklung nach Scrum und nach Kanban und anderen agilen Frameworks, sondern seit geraumer Zeit sind wir im gesamten Unternehmen mit agilen Prozessen unterwegs, unter anderem in der Organisationsentwicklung. Das heißt, auch hier setzen wir ganz stark auf die Mitbestimmung der MitarbeiterInnen und auf die Innovation, auch die Motivation von allen Leuten, die hier arbeiten. Das sind mittlerweile knapp 200. Und in dem Rahmen wäre es sehr seltsam, wenn wir vor Bezahlung und Gehalt Halt machen würden. Denn es ist so ein essentielles Thema. Ne? Also ich glaube, würde man Leuten die Wahl geben, arbeiten zu gehen oder nicht arbeiten zu gehen, würden sie immer noch arbeiten gehen. Aber wir gehen schon auch wegen dem Geld arbeiten. Und ausgehend auf dieser Grundlage, ich könnte lange über die Historie von Agilität und New Work bei Seibert Media erzählen, das würde wirklich zu lange dauern. Aber ausgehend davon, dass wir alles unter diesem Aspekt behandeln, behandeln wir auch Gehalt so. Und wir haben mittlerweile einen Prozess, der auch wieder iterativ weiterentwickelt wird. Das kennt man, wenn man sich mit Agilität ein wenig beschäftigt hat, mit agilem Arbeiten. Das heißt, der Prozess der Gehaltsfindung im Unternehmen, auch den hinterfragen wir ständig und entwickeln den ständig weiter. Wir sind jetzt auf einer Iterationsstufe, wo wir sagen, ja, die ist halt besser als vor 2 Jahren, aber die ist so weit von perfekt, dass wir, glaube ich, kurz davor stehen, die nächste Iteration anzugehen, indem wir wieder gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und den dann anpassen werden. Genau, ich kann da gerne en Detail gehen, wie wir das bei uns machen, aber frage erstmal zurück, ob das der Platz ist. Ja, würde mich tatsächlich an der Stelle schon interessieren, wie das konkret aussieht. Entscheiden dann alle Mitarbeiter über alle Gehälter oder wie sieht es konkret aus? Also ein konkretes Beispiel wäre an der Stelle total spannend. Versuche ich mal, ja. Bremse mich, wenn es zu lang wird. Okay. Wir haben einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin X, die sagt, ich bin unzufrieden mit Gehalt oder ich habe ein Thema mit Gehalt. Ich habe einen Gehaltsanpassungswunsch. Jene Mitarbeiterin sollte sich dann an einen GehaltscheckerInnenkreis wenden, von dem ich ein Teil bin. Das sind mit mir 7 KollegInnen, die gewählt worden sind von allen. Also da kommt auch die Teilhabe ins Spiel. Alle Leute sind letztes Jahr und im Rhythmus von 2 Jahren aufgerufen, einen GehaltscheckerInnenkreis zusammenzustellen in einer Wahl, die normalen demokratischen Prinzipien folgt, Mehrheitswahlrecht und solcherlei. Jeder und jeder hat eine Stimme. Am Ende purzelt dieser Kreis raus. So, also die Kollegin will einen Anpassungswunsch, wendet sich an den GehaltscheckerInnenkreis als Gehaltschecker, setze ich mich mit der Kollegin hin und gucke erstmal, wo kommt ihr denn her? Was ist eine Phase, was ist eine Situation bei dir? Dann klamüsern wir das aus. Da kann ich schon mal eine erste Einschätzung geben, weil ich den Blick global über die Gehälter habe und über die Gehaltsentwicklung, ob das ein Erfolg verspricht, dass wir die Anpassung machen. Gehen wir mal von aus, ja, es gibt zum Beispiel einen Rollenwechsel oder eine hohe Abweichung zum Mediangehalt, was so in Deutschland gezahlt wird, was ein wichtiger Faktor bei uns ist. Dann sagen wir, okay, jetzt lass uns ein Gehaltsgremium bilden. In jenem Gehaltsgremium sitzen dann zwischen 3 bis 6, vielleicht mal 7 KollegInnen und das können aller Couleur sein, das suchen wir zusammen aus, ich als Gehaltschecker und die betreffende Kollegin, um darüber zu diskutieren, was wäre denn ein gerechtes und faires und angemessenes Gehalt? Und da sollen wir ganz viele Faktoren mit einbeziehen. Wie gesagt, der Median, was zahlt denn der Markt so für diese Rolle in Deutschland? Was zahlen wir den Peers, also den Leuten, die dieselbe Rolle bei der Media ausfüllen? Gibt es irgendwelche anderen Faktoren, die wir einbeziehen sollten? Dann klamüsern wir aus, okay, einen Gehaltsvorschlag, den kicken wir zurück an den gesamten GehaltscheckerInnenkreis, welchselbiger dann sagt, passt,
prozessual vor allem, ihr habt alles richtig gemacht vom Prozess her, habt alle die richtigen Leute saßen im Gremium, die richtigen Fragen wurden behandelt, weil wir es auch dokumentiert haben. Oder sagt halt, naja, irgendwie passt nicht oder zum Beispiel passt nicht im globalen Vergleich, wenn wir uns alle 200 Gehälter angucken, ist das ein Ausreißer, können wir nicht machen. Bitte zurück, arbeitet einen neuen Vorschlag aus. Und dann gehen wir mal von aus, wir haben alles richtig gemacht, muss der Gehaltschecker in den Kreis nur noch sagen, ey, okay, Vorschlag passt und dann passen wir das. Alles klar, das ist super anschaulich. Es ist sehr, sehr transparent natürlich an dem Fall, ne? Dass jeder weiß, okay, wie viel verdient wer im Unternehmen. Das ist, würde ich jetzt mal behaupten, ja nicht, noch nicht der Regelfall in deutschen Organisationen und Unternehmen. Anstelle eine Frage an Sie, Herr Nölke, wie sieht das ganze Thema Equal und Fair Pay politisch aus? Also was ist da gerade die aktuelle Diskussion und wie weit sind wir denn bei dem Thema in Deutschland schon? Also ich glaube, zunächst mal das Thema Gehaltschecker, weil wenn ich so überlege, wäre mal ein spannendes Modell für die Politik, wenn quasi die Bürgerinnen und Bürger entscheiden müssten, was denn die Politiker, was ihnen Politik wert ist, würde mich mal interessieren, was dabei rauskommen würde. Ich glaube, das Thema ist noch aktuell sehr neu, was die letzten Jahre auch erst vorangetrieben wird und entstanden ist. Und da sind wir auch, ja, ich glaube, politisch kann man sagen, noch so in der Findungsphase. Man muss natürlich auch überlegen, inwieweit das wirklich am Ende eine Frage der Politik ist, weil so Begriffe wie Fairness, Gerechtigkeit sind ja sehr subjektive Begriffe und da versteht ja jeder, glaube ich, was anderes darunter. Also auch wenn man sagt, Besserverdiener sollen mehr Steuern zahlen, ich meine, wer und ab wann ist man ein Besserverdiener? Jeder, der 5 Euro mehr verdient als man selber, ist ein Besserverdiener, der soll dann mehr und deswegen, das ist, glaube ich, ein sehr differenziertes Bild. New Work ist natürlich jetzt gerade sehr, auch durch Corona merkt man das natürlich wie so ein Durchlauferhitzer mit Homeoffice, neue Arbeitsbedingungen, dass das alles flexibler wird und auch mit den ganzen Sachen, die ja dann dranhängen können. Zum Beispiel brauchen wir weiterhin große Bürotürme, Firmenzentralen, wo man noch arbeitet oder können die Leute vielleicht auch wieder mehr zu Hause arbeiten? Kann man zum Beispiel auch den ländlichen Raum stärken, also quasi aussterbende Dörfer wieder mit Leben füllen, indem halt mehr Leute dorthin ziehen und dort auch dann von dort arbeiten können, was natürlich erstmal auch natürlich schnelle Glasfaser und Digitalisierung und die ganzen Anbindungen voraussetzt. Und das ist leider auch, glaube ich, ein Trauerspiel in Deutschland, wo wir meilenweit hinterherhinken und was auch einem der reichsten Länder der Welt überhaupt nicht würdig ist. Ja? Also dass man nicht mal von quasi nordnah von Hamburg nach München fahren kann und dauerhaft telefonieren kann im Auto, ohne dass es mehrfach abbricht, die Verbindung. Und das sind, glaube ich, riesige Baustellen und die auch gerade eben durch Corona und mit New Work da aufgezeigt werden. Und da ist eben eine Baustelle ja dann gerade auch das Thema New Pay. Eine Frage, die auch gerade aus dem Chat direkt reinkommt, ich nehme die gerne alle mit auf, denn dann noch mal dieses Angebot machen Sie ja fleißig mit, ging um das Thema Zufriedenheit und New Pay. Frau Hornung, was sagen Sie denn so, also ist New Pay letzten Endes die Lösung für Fair Pay? Also Herr Nölke hat ja gerade gesagt, man muss erstmal überlegen, was ist denn überhaupt fair? Aber was hat so Ihre Untersuchung auch zum Buch ergeben? Fühlen sich Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter in Unternehmen, in denen Fair Pay schon gelebt wird, fairer behandelt in Sachen Bezahlung? Sie meinen jetzt, wo New Pay gelebt wird? Ja, also wenn man New Pay so versteht, dass Fairness hat ja zwei Komponenten. Es geht einerseits um die Verteilungsgerechtigkeit und andererseits um die Verfahrensgerechtigkeit. Und wir haben festgestellt, dass bei New Pay das Verfahren eine sehr große Rolle spielt. Also wirklich auch zu verstehen, wie funktioniert denn das Vergütungssystem überhaupt? Und was sind denn die Prinzipien, die da angesetzt werden? Und kann ich das nachvollziehen? Das ist teilweise sehr viel wichtiger für die Beschäftigten, um ein Vergütungssystem als fair zu empfinden, dass sie das verstehen können, was sind die Kriterien und vielleicht sie auch gemeinsam ausgehandelt haben. Also wenn wir so an das Prinzip der Partizipation denken. Mhm. Ja, also Sie haben mich jetzt aber nach Zufriedenheit gefragt und das ist nicht unbedingt dasselbe. Also Zufriedenheit und Fairness sind zwei unterschiedliche Dinge. Und es kann ja sein, dass ich mit meinem Gehalt durchaus zufrieden bin, dass ich es aber trotzdem nicht fair finde, weil
zum Beispiel meine Kollegen eben in der gleichen Position. Wir haben das ja mit Equal Pay, haben anderes Geschlecht und verdienen eben weniger oder mehr. Und das heißt, man muss hier auch die Begriffe sehr klar differenzieren und vielleicht sich auch darüber einig werden, was ist denn hier eigentlich gemeint. Und letztlich, finde ich, kommt es vielleicht gar nicht so sehr auf die Zufriedenheit an, sondern aus meiner Sicht auch stärker darauf, dass Menschen mit ihrer Arbeit wirksam sein können und dass sie eben auch die richtigen Aufgaben haben und dafür die richtigen Kompetenzen mitbringen. Also New Pay heißt für mich dann eben auch nicht nur Geld, sondern ja, das komplette Paket, was bekomme ich eigentlich zurück für meine Arbeit? Wie ist denn mein Wirk- und Entwicklungsfeld? Und insofern, vielleicht müssen wir da den Fokus ein bisschen von, wir wollen jetzt alle glücklich sein mit unserem Gehalt, so ein bisschen in eine andere Richtung bringen. Ja. Was war denn der Fokus bei Cybert Media dann letzten Endes? Mehr Wirksamkeit mit seiner Arbeit zu schaffen, zufriedener zu sein, fairer zu zahlen? Was ist da so der Outcome? Also der Fokus ist ja weiterhin, Sie haben es eben in der Vergangenheit gesagt, es sind ja weiterhin also kultur- und wertekonform unseren Gehaltsprozess auch zu machen. Oder mit wertekonform meine ich Unternehmenswerte, derer haben wir 8 und darunter sind halt Werte wie Teamwork, Fairplay, Eigenverantwortung. Das spiegelt auch sehr stark New Work-Prinzipien und agile Prinzipien wider. Und unser Ziel ist es, uns entlang oder innerhalb dieses Wertekonstrukts und unserer Unternehmenskultur stringent auch mit Gehalt zu beschäftigen. Und deswegen kann ich sehr, sehr anknüpfen, was Stefanie gesagt hat. Wir haben auch zusammen schon über Cybert Media gesprochen. Also Stefanie kennt auch den Laden hier. Ich kann das sehr aus der Erfahrung, aus der Praxis, aus dem Alltag bestätigen. Es ist halt super individuell. Man kann halt nicht sagen, ja, es sind halt über 200 Leute oder auch da irgendwas so richtig standardisieren, weil, das ist wirklich meine Erfahrung, wenn ich mit Leuten über Gehalt rede, dann habe ich es mit sehr, sehr, sehr individuellen Rahmenbedingungen zu tun. Der eine fokussiert auf jenes, der andere auf dieses, die nächste hat einen breiteren Blick und ist dabei noch selbst reflektiert und der nächste ist wieder total im Tunnel, weil er vielleicht gerade auch in finanzieller Not ist, who knows. Es funktioniert nicht da, irgendwas drüber zu stülpen, sondern das ist so, wie wir es bei uns auf jeden Fall machen, immer sehr, sehr, sehr individuelle Arbeit. Und ich glaube, dass das adäquat ist. Es ist mehr Arbeit und es ist anstrengender und es ist auch manchmal emotional anstrengend und es ist so im Zweifelsfall konfliktbehaftet. Aber das ist es in anderen Kontexten, glaube ich, auch. Wir haben immer so das Bild vom bösen Konzern und dann gehst du halt zum Chef und redest bloß nicht mit jemand anderem über Gehalt und so. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht genau dort genauso ist. Nur wir stellen uns dem und wir versuchen es in einem fairen und in einem transparenten und in einem nachvollziehbaren Prozess auszuhandeln. Und es wird schwerer. Je größer wir werden, wir wachsen stark. Und es war viel einfacher mit 150 Leuten. Und es war wahrscheinlich vor meiner Zeit noch einfacher mit 50 Leuten und mit 2 Leuten, keine Ahnung. Ja. Aber es wird schwerer, je größer wir werden. Und wir sind gerade dabei, uns sehr intensiv damit zu beschäftigen, wie können wir dort besser werden. Ist es die Gehaltsformel? Keine Ahnung. Ist es ganz was anderes? Ist es dann doch wieder das klassische Vorgesetztengespräch? Sprechen wir in 2 Jahren nochmal und gucken, wie es ist. Ich wage keine Prognose zu machen. Aber es ist in jedem Fall spannend und sehr, sehr dynamisch. Was ja aber letzten Endes, auch wenn vielleicht nicht das Ziel ist, dass alle zufriedener sind, aber die Bezahlung soll ja irgendwo ein Stück weit fairer sein, auch transparenter. Und dadurch, also was sich auch bei New Pay abzeichnet, ist, dass die Gehälter nicht so weit auseinander liegen. Herr Sattow hat es ja gerade gesagt, dass man sich dann auch an den Medien orientiert. Herr Nölke, wie sehen Sie das? Ist es nicht auch teilweise aber gerechtfertigt, dass vielleicht der Vorstand doch deutlich mehr verdient als jemand anders? Also wie muss man das so ein bisschen aushandeln? Also an welcher Stelle macht es Sinn, Gehälter doch den Abstand geringer zu machen? An welcher Stelle ist es vielleicht aber auch gerechtfertigt? Also das Thema an sich ist ja sehr spannend und was eben schon durchklang, dass es auch bei New Pay eben genauso ist wie, sage ich, in traditionellen Konzernen. Also natürlich wird ausgehandelt, geguckt, was ist einer wert? Also jemand, der jetzt 5 Sprachen fließend beherrscht, ja, ich meine, das muss ja auch irgendwo sich im Gehalt widerspiegeln. Nur bei New Pay ist es eben transparenter für alle. Und das ist sicherlich eine gute Sache. Aber ich, am Ende ist halt der Wert von Arbeit letztlich, wie auch bei jedem anderen Gut, eben subjektiv. Und
Das ist, da muss man eben fragen, wie viel ist denn ein eventuell höherer Abschluss wert? Wie viel ist eine berufliche Vorerfahrung wert? Wie viel ist die Arbeitsleistung wert? Und was ist es wert, wenn einer eben nach einer 39 Stunden dann immer noch erreichbar und im Einsatz ist? Ich denke, das kann man ja so pauschal eben nicht bemessen. Und der Einzige, der es am besten eben bemessen kann, ist das Unternehmen selber. Und ein Unternehmen würde ja auch keinem Vorstand oder Manager mehr zahlen, als es ihm wert ist, was es ihm bringt. Ja, also wenn jetzt ein Vorstand dem Unternehmen, sage ich mal, subjektiv 100.000 Euro Mehrwert bringt, wird er halt keine 200.000 Euro verdienen am Ende. Und das ist, glaube ich, schon ein funktionierendes Bemessungssystem, was dann auch vielleicht nicht immer, vielleicht nicht so gerecht und fair, aber doch eben objektiv. Also das ist, am Ende muss halt immer noch das Unternehmen sagen oder der Entscheider, das bist du mir wert und das bekommst du. Aber es ist natürlich wünschenswert, dass es mit dem New Pay Charakter möglichst transparent für alle ist, damit es auch Kolleginnen und Kollegen nachvollziehen können, warum bekommt der jetzt das und warum ich das und der andere wiederum das. Das sind, glaube ich, wichtige Punkte. Also ich glaube, in jedem Unternehmen ist es wichtig, die Leute auch mitzunehmen. Und am Ende muss es auch jeder Angestellte für sich wissen mit Work-Life-Balance, was ist mir wichtig, worauf lege ich Wert und was möchte ich gern von meinem Arbeitgeber und womit kann ich leben, womit was akzeptiere ich, womit bin ich zufrieden und womit kommt eben auch der Arbeitgeber klar und fühlt sich halt am Ende auch gerecht behandelt. Das heißt aber, den Gedanken weitergedacht, haben wir gesagt, das liegt vor allem bei den Unternehmen, weil das letzten Endes die Stellschraube ist oder das Unternehmen weiß am besten, welche Gehälter dann fair sind und welche passen. Hat die Politik an der Stelle trotzdem in irgendeiner Form eine Gestaltungsaufgabe oder Regulierungsaufgabe oder liegt die Verantwortung Ihrer Meinung nach wirklich eher auf Unternehmensseite an der Stelle, um fairere Gehälter zu ermöglichen? Also ich denke, das ist in der Tat eine Aufgabe der Unternehmen, also dass die Politik da nicht regulierend eingreifen sollte. Das ist gleich wie mit Tarifautonomie, also das ist eine Sache von Arbeitgeber, Arbeitnehmer und dass die das schon unter sich ausmachen können und halte da eigentlich wenig davon, dass die Politik jetzt da direkt eingreift. Was natürlich wichtig ist, dass eine Politik gute Rahmenbedingungen setzt. Also am Ende muss es nicht sein, dass jeder das Gleiche verdient, sondern auch einfach, dass Nettogehälter höher werden, dass Menschen insgesamt entlastet werden. Und auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo die Politik eben Rahmenbedingungen setzen kann. Stichwort Kinderbetreuung, Ganztagsangebote und all die Sachen. Da muss die Politik sich drum kümmern, aber nicht direkt jetzt in die Unternehmen reingreifen und sagen, also konkret vorschreiben, wie jetzt ein Unternehmen seine Mitarbeiter zu bezahlen hat oder nicht. Ich würde gerne nochmal mit Blick auf die Zeit nochmal ein bisschen konkreter auf die Umsetzung von New Pay gehen an der Stelle. Dann nochmal die Frage an Sie, Frau Hornung. Sie haben jetzt ja in viele Unternehmen reingeguckt. Was sind denn, also angenommen, ich schaue hier zu und sage, spannend, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, würde ich aber gerne in irgendeiner Form umsetzen. Wir haben schon gelernt, der Prozess ist nicht ganz einfach, er lohnt sich aber. Was sind so die größten Herausforderungen? Welche Fragen muss ich mir vielleicht auch am Anfang überhaupt stellen, um ein anderes Gehaltsmodell, um eine andere Gehaltsdarstellung zu ermöglichen? Ja, kann ich gleich gerne drauf kommen. Ich möchte noch mal anknüpfen an das, was Matthias Nölke gesagt hat. Also ich würde ihm nämlich teilweise zustimmen und teilweise würde ich ihm auch widersprechen. Also wir sehen schon, dass in Organisationen das total wichtig ist, wie er gesagt hat, dass man sich, dass man in einen Aushandlungsprozess geht und sich überlegt, was sind denn die Kriterien für eine faire Bezahlung. Aber was wir sehr oft erleben, ist, dass dann man wiederholt quasi das, was man schon von der Vergangenheit kennt. Und da neigen auch Unternehmen zu einer gewissen Trägheit. Also wir sehen das auch in Organisationen, die da schon sehr weit sind, dass man dann halt doch auf den Markt schaut. Das hat ja Jan auch angesprochen. Und das heißt, was passiert denn da, wenn wir quasi immer wieder die Marktgehälter wiederholen und quasi nachahmen, was die Wettbewerber machen. Es sind ja meistens auch Unternehmen, die selbst nicht wissen, was soll ich denn jetzt irgendwie meinen Beschäftigten zahlen. Da gucke ich halt in irgendwelche Gehaltsdatenbanken und die kommen daher, dass andere eben auch nicht wissen, wie soll ich meine Beschäftigten bezahlen. Das heißt, die kommen von Unternehmen, die selbst damit ein Problem haben. Und damit weichen wir immer eigentlich der Frage aus, was ist denn eigentlich die Wertigkeit von bestimmten Tätigkeiten und fand es ein schönes Beispiel von Matthias Nölke, dass man sich mal überlegt, was ist denn die Wertigkeit von einem Politiker? Und da würde man ja auch sagen, naja, erstmal, was ist denn üblich, was zahlt denn der Markt?
Aber dann vielleicht mal in eine Diskussion zu gehen, vielleicht sind wir da auf einem ganz falschen Niveau. Und es ist ja schon so, wir kommen ja von der Diskussion, was ist denn eigentlich New Work und was bedeutet das in der Organisation? Und da sehen wir ja schon, die Beschäftigten sollen mehr mitentscheiden. Die sollen wirklich auch ins Risiko gehen und Verantwortung tragen. Und dann finde ich solche Gehälter wie das 200-fache zum Beispiel für einen Manager als für ein einfaches Mitarbeitendengehalt einfach nicht mehr gerechtfertigt. Und insofern würde ich sagen, da sind natürlich durchaus von der Politik vielleicht auch Rahmenbedingungen gefragt, dass die einerseits die Aushandlungsprozesse natürlich in den Unternehmen stattfinden, das ist Unternehmenssache, aber wir sehen auch, die Tarifbindung wird immer schwächer und ich finde durchaus Instrumente, um die Tarifbindung zu stärken, sehr wichtig, um auch vielleicht Beschäftigten, die jetzt nicht diese Möglichkeit haben, da in diese Aushandlungsprozesse mit reinzugehen, dass die eben auch gestärkt werden. Und gerade wenn wir das Thema international anschauen, also ein Softwareentwickler, der kann heute auch, der kann überall auf der Welt arbeiten und da haben wir vielleicht nicht den Arbeitsschutz, den wir aus Deutschland gewohnt sind. Und deshalb halte ich auch die politischen Rahmenbedingungen für sehr wichtig. Jetzt haben Sie mich nochmal nach konkreten... Genau, nochmal so ganz konkret mal die Herausforderungen, die Unternehmen haben, wenn sie New Pay einführen. Genau, also wir sehen, eine große Herausforderung ist bei vielen Organisationen, dass sie quasi eben so diese Abhängigkeit vom Markt, wie löse ich mich davon, das habe ich gerade schon angesprochen. Eine andere Schwierigkeit ist, dass wenn wir jetzt in so Organisationen reingucken, die eher flache Hierarchien haben, die vielleicht nicht mehr so viele Karrierestufen anbieten, wie kann ich denn überhaupt, was kann ich da so als Gegenleistung bieten. Also Menschen möchten natürlich auch eine gewisse Entwicklung machen. Das hängt natürlich dann oft, man hängt es so am Gehalt auf, aber das heißt auch, wie kann ich mich denn als Beschäftigter eigentlich in einer Organisation entwickeln und woran kann ich das festmachen? Und das fällt in so einer New Work-Organisation eben häufig weg. Und das sehen wir als ein großes Thema. Wie können wir das eigentlich lösen? Und da haben wir vielleicht auch manchmal noch nicht so richtig, das wäre vielleicht interessant, was Jan auch nochmal dazu sagt, weil ich weiß ja, ihr arbeitet an dem Thema, da haben wir auch noch nicht so die guten Lösungen gefunden. Ansonsten geht es natürlich häufig darum, was für eine Rolle spielt denn die individuelle Leistung und wie komme ich von einem individuellen Bonus vielleicht auch weg? Also viele Unternehmen sind sich, es hat sich rumgesprochen aus der Motivationsforschung, dass individuelle Anreize nur bei sehr einfachen Tätigkeiten wirken, die wir nicht gerne tun. Und in so einem New Work-Umfeld geht man ja davon aus, dass das eher nicht der Fall ist. Trotzdem ist es eine große Herausforderung, dann diese Vergütungssysteme so umzustellen, also gerade zum Beispiel im Vertrieb, wo wir einfach auch so konditioniert sind, ein Vertriebler, der bekommt halt seine Provision. Mhm. Und ich denke, das sind so die größten Herausforderungen, die wir da gerade sehen. Dankeschön. Sie hatten ja gerade schon quasi Jan Saathoff angesprochen. Wie ist es bei Seibert Media, wenn ich entsprechend nicht mehr diese Gehaltsstufen oder ne, also womit, was sind dann so die Ziele oder womit kann ich auch festlegen für mich bei Seibert Media, dass ich jetzt einen Schritt gemacht habe? Wie machen Sie das? Ich muss weg. Nein, es ist ein Delta. Die Stefanie hat vorhin von Deltas schon. Es ist ein Delta. Und wir haben letztens mit Sven Frank und Stefanie und einer anderen Kollegin zusammengesessen und haben das erörtert. Und es war ein Augenöffner-Moment, die Frage, welche Funktion hat Gehalt denn noch bei Seibert Media neben der schnöden Bezahlung Kohle auf dem Konto? Und es sind, glaube ich, viele, weil wir haben super flache bis keine Hierarchien. Dafür natürlich informelle Hierarchien. Oder informelle Machtstrukturen. Und da zahlt das dann drauf ein. Da kann ich über Gehalt vielleicht meinen Status definieren und solcherlei. Also deswegen, ich kann hier keine Lösung bieten, sondern sagen, das ist ein Spannungsfeld und es ist eine super große Herausforderung. Das Thema Weiterentwicklung, also was kann ich außerhalb von der gehaltlichen Weiterentwicklung als Mitarbeiter noch machen? Ja, es gibt auch keinen klassischen Karriereweg bei Seibert Media. Also ich kann nicht über Junior, Senior, Teamlead, Abteilungsclub, haben wir alles nicht. Wir haben halt keine Titel.
Und deswegen ist es eine unbeantwortete Frage, an der wir arbeiten, wo wir auch gucken müssen, wie passt es in unsere Kultur. Wir kommen aus einer Familienkultur als Startup-Unternehmen mal vor 20 Jahren und sind auf so einer Schwelle zu irgendwas anderem. Lasst uns gerne in anderthalb, zwei Jahren nochmal sprechen und wir werden, verspreche es, woanders sein. Und dann werden wir diese Fragen, da habe ich andere Erfahrungen mit den Fragen. Ich weiß nicht, ob ich Antworten habe, aber das ist genau das, was es gerade spannend macht, auch in der Rolle zu sein. Dann an der Stelle die Einladung, dann sprechen wir in zwei Jahren spätestens nochmal. Und ich glaube, Gerne. Dann gibt es spätestens auch die zweite Auflage vom New Pay Buch, wenn dann die Antworten schon mit dabei sind. Eine ganz, ganz kurze Frage zum Abschluss nochmal an Herrn Saathoff, weil die oft im Chat kam. Gibt es einen Betriebsrat bei Seibert Media und wie hat es da funktioniert mit dem Gehaltsrat? Also gibt es den überhaupt? Genau. Und wenn ja, wie haben Sie das gemacht? Den gibt es nicht. Ich versuche es mal kurz zu machen. Wenn wir einen Betriebsrat hätten, dann hätten wir alles falsch gemacht, weil ich glaube, und ich komme aus einem Betriebsrathaushalt, meine Eltern waren da aktiv, gewerkschaftlich und betriebsratlich, alles, wofür es einen Betriebsrat so braucht, glaube ich, machen wir in unserer Unternehmenskultur und in unseren voll agilen Unternehmen cooler. Wir wollen nicht Fronten, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, sondern wir wollen Kompromiss, Integration von Widerständen und solcherlei. Deswegen haben wir das nicht und haben dadurch ein Problem weniger, nämlich wie kriegen wir das durch den Betriebsrat oder solche Strukturen durch. Okay, vielen Dank dafür abschließend. Vielen, vielen Dank an die Runde. Ich wünschte, wir könnten noch eine halbe Stunde miteinander diskutieren. Stoff genug ist auf jeden Fall da. Vielen Dank Stefanie Hornung, Matthias Nölke und Jan Saathoff für die sehr unterschiedlichen Sichtweisen und Impulse zum Thema New Pay.